Hallo meine Lieben, ich habe heute mal etwas Ausgefalleneres für euch. Mal wieder eine Karte. Und ihr seht schon, die ist relativ dick. Ist eine Leporello-Karte. Das heißt, die Grundform ist einem Leporello ähnlich, weil es ein Leporello ist es nicht, weil ich die Mitte zusammengeklebt habe. Das Ganze kann man so öffnen. Und dann hat man hier schon das zusammengeklebte Teil. So sieht man das vielleicht besser. Also beim Leporello wird es jetzt hier noch offen und ich habe die Seiten zusammengeklebt, dass man hier und hier noch was schreiben kann, habe ich es weiß gelassen. Und hier könnt ihr machen, wie ihr das wollt, ob ihr vielleicht auch ein Fach für eine Gutscheinkarte extra oder für was auch immer. Also ich kann mir das auch gut als Hochzeitseinladung vorstellen, dass man da vielleicht die beiden Fotos reinmacht. Und dass man vielleicht eine Menükarte und noch was anderes und hier vielleicht den Anfahrtsweg oder Übernachtungsmöglichkeiten oder ja, weiß ich nicht, was man alles machen kann. Ja, Geburtstagskarten für Reisegutscheine, was auch immer, was man da mitmachen kann. Das Ganze habe ich so gefalten, also wenn es jetzt so offen ist, dass ich die hier rummache, dann die und dann die. Aber auch das ist euch selber überlassen. Das Ganze sieht dann hinten auch nochmal so aus. Also es ist komplett hinten und vorne mit Designpapier. Und deshalb kann man da verschiedene Möglichkeiten immer wieder durchwählen. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal Cardstock, am besten aus einem Papier 30x30x5, also dieses 12x12 Papier. Und das schneiden wir uns bei 14,8. Ich habe jetzt extra nicht dieses Maß 14,85 genommen, weil es wirklich super gut aufeinander passen muss. Und bei den 0,5 vertut man sich dann vielleicht. Deswegen 14,8. Und hier lassen wir die komplette Länge von 12 Inch, also 30,5. Ich sage euch heute mal alle Maße in Zentimeter, weil das auch ganz gut funktioniert. Also wie gesagt, aus diesen 30,5x30,5 kriegt ihr dann diese 2 raus. Und dann brauchen wir noch diverse, das ist mein Prototyp, dann brauchen wir noch diverse Mattungen. Aber die sage ich euch später noch. Ich schreibe auch alles wieder in die Infobox. Und Designpapier und falls wir noch was mit einer Gutscheinkarte machen wollen, dann auch so ein kleines Teil. Aber wie gesagt, die Maße kommen später. Jetzt machen wir erstmal das. Und das müssen wir an der langen Seite falzen. Einmal bei 10. Und einmal bei 21. Mit dem anderen genau das gleiche. Einmal bei 10. Hier müssen wir aufpassen, dass wir so genau wie möglich arbeiten, damit das alles zusammenpasst. Und später, sobald wir damit fertig sind, können wir uns auch schon entspannen. So, das wäre dann schon mal das. Also wie gesagt, einmal bei 10 und einmal bei 21 falzen. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, was ihr wollt. Also die kurzen Seiten kommen jeweils aneinander. Dass wir hier die 10 haben, die 10,5 und hier die kürzeren Seiten,
Die sind dann auch sehr viel kürzer als der Rest, wie man das hier sieht. Und die werden praktisch zusammengeklebt. Ich zeige euch das nochmal hier an diesen Prototypen. Und da müsst ihr euch jetzt überlegen, wie ihr das am besten haben wollt. Ich gehe mal ein bisschen weg. Ob ihr das hier gerade lassen möchtet, ob ihr eine Einbuchtung macht. Es kommt natürlich auch darauf an, was ihr zu Hause habt. Und es sollte einfach sein. Das heißt, es müsste nachher auch aufeinander passen. Also wenn ihr so eine Bordürenstanze habt, ich habe eben bei mir probiert, passen nicht beide Cardstock rein. Da müsste ich jeweils jeden einzeln machen. Und es müsste dann nachher wirklich hier auch noch übereinander passen. Deswegen habe ich mir, hier habe ich mir diese sowas genommen und habe mir das dann mit Washi festgeklebt, genau an der Stelle, wo dann hier das zu Ende war. Das ging ganz gut, aber wenn man vielleicht mehrere Karten davon machen möchte, ist es etwas anstrengend. So, da habe ich mir jetzt gedacht, wäre vielleicht so ein Tab ganz gut. Aber das hat ja auch nicht jeder zu Hause und man müsste auch genau messen. Und so ein Punchboard hat ja nun wirklich fast jeder. Und da dachte ich mir, da kann man nämlich genau anlegen. Sollte es vielleicht aufklappen. Und könnte gucken, wo man sich die Einbuchtung hinmachen will. So. Ich persönlich würde es jetzt so machen. Gucken, dass ich mit dem Kopf nicht bei euch reinkomme. Ja, ich glaube, ich würde ein Achtel nehmen. Es ist zwar nicht mehr angezeichnet und dadurch vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Das auf jeder Seite machen. Und das hier dann einfach wegschneiden. Das machen wir jetzt bei dem anderen auch noch. Auch bei ein Achtel anlegen. So haben wir halt die genaue auf den beiden Seiten. Sieht perfekt aus. So, dann kann das schon wieder weg. Das brauchen wir erst später nochmal. Das würde ich mir jetzt mit dem Lineal mache das jetzt, weil das sollte man vor dem Kleben schon alles machen. Und dann schneide ich es mir genau so. Hier ab. Kann man nachher noch ein bisschen ausbessern. So, jetzt haben wir dieses Leporello schon mal vorbereitet. Und der Clou daran ist ja, dass wir das hier mittig zusammenkleben, so dass man hier eventuell noch was reinstecken könnte. Man kann das auch so zusammenkleben, dass man zwei Tags da reinmachen könnte, dass man hier in der Mitte nochmal einen Klebestreifen macht. Ich fand es jetzt hier ganz gut, dass ich
die komplette Mitte offen lasse. Und dann kann ich hier später noch so ein anderes Tab mit reinmachen. So. Ja, das kann man so lassen, das ist gut geworden. Und dann muss man das Ganze jetzt erstmal verbinden. Da müsst ihr jetzt aufpassen, am besten legt ihr euch das so hin. Jetzt wird es nämlich nochmal ein bisschen schwierig. Jetzt kommt hier, hier und hier doppelseitiges Klebeband drauf oder der Kleber eurer Wahl, mit was ihr am besten zurechtkommt. Ich finde es in solchen Fällen, Mini-Alben oder irgendwas, wo man was auseinanderlappt, immer besser doppelseitiges, starkes Klebeband zu nehmen. Schön an den Rand kleben. So, wie gesagt, ihr solltet euch jetzt schon entscheiden, wie ihr das gerne machen möchtet. Ich möchte es gerne wieder so haben, dass ich ein größeres Fach für irgendein Versteck in der Mitte haben möchte. Deshalb klebe ich das so. Wahrscheinlich könnte man das auch so machen, dass man es hier, hier, ne? Und hier zusammenklebt und hier oben einen Tick reinsteckt. Das ist bestimmt auch sehr schön. Ich möchte es gerne so machen. Schaut, dass ihr keinen Kleber über den Rand habt. Ich habe nämlich gesehen, dass hier was drüber war. Und jetzt müsst ihr es richtig, richtig perfekt anlegen. Da müsst ihr wirklich gucken, was für euch der beste Trick ist, den ihr nehmt. Ich habe jetzt gedacht, ich lege das vielleicht mal. Das erste musste ich nämlich komplett wieder aufreißen. Ich glaube, es ist wirklich am besten, man legt es so aneinander. Das sieht ganz gut aus. So, dann haben wir das ganze Grundgerüst, um das es geht, schon mal fertig. Und jetzt seht ihr auch, warum wir hier 10 cm und hier die 10,5 cm haben. Weil das würde sonst nicht mehr richtig zugehen. Und ich persönlich finde es auch gut, dass es hier ein größerer Raum frei ist. Aber da könnt ihr auch praktisch eure Maße das angleichen, wie ihr das gerne machen möchtet. Gut, das wäre schon mal das Grundgerüst. Und das kommt noch mit rein. Wie man das letztendlich auch klappt, ist dann auch ganz euch überlassen. Ob man vielleicht auch noch einen Magneten mit einbaut. Und ja, ich mache mit euch jetzt zusammen noch die Mattung. Weil ich persönlich finde, dass es mit einer Mattung, auch wenn man mit Designpapier arbeitet, noch ein bisschen besser aussieht. Kann man aber auch weglassen. Und entweder ihr nehmt für die Mattung oder für das Designpapier, braucht ihr 4 x 10,1 x 14,4 cm. Nochmal 4 x 9,7 x 14,4 cm. Also ihr seht jetzt, warum ich in Zentimetern arbeite. Das wird ein bisschen schwierig. Für die Mattung dieses Teils mache ich es jetzt einfach so, dass ich mir ein 14,4 x 9,1 Teil nehme. Dann hier gucke, dass ich es 2 mm noch nach da rücke. Also ein Achtel und dann noch ein bisschen nach rechts schieben, sodass es vielleicht 2 mm sind. Auf
der anderen Ecke genau das gleiche, so bei 1,8 anlegen, 1/8. Und dann so, dass es ungefähr 2 mm sind. Passt perfekt. So kann man es machen. Also ohne großen Aufwand und ohne viel Schnibbelei hat man hier auch die Mattung. Man muss nur ein bisschen querdenken. So, dann haben wir auch die restliche Mattung. 9,1 x 14,4. Und das Ganze wird dann so gepanscht, wie ich euch das eben im Video schon gezeigt habe. Und dann können wir die Mattung schon mal festkleben. So, ihr seht schon mal, das ist schon mal ziemlich einfach. Und wie ihr das am besten gestaltet, das ist ganz euch überlassen und hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was ihr damit machen wollt. Ich kann mir sowas auch sehr gut als Hochzeitskarte oder als Hochzeitseinladung vorstellen, wo dann natürlich Deko ist, hier vielleicht ein Foto oder von beiden ein Foto. Hier kann man vielleicht ein bisschen was den Ort und so weiter reinstecken, wo man feiert, vielleicht schon eine kleine Menüliste. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und sobald ich das dekoriert habe, sehen wir uns wieder.